dann Grüße aus Assen. Erstes Rennwochenende dieses Jahr für meine einer. Und ja, sieht ein bisschen anders aus als sonst. Ich auch mit Maske. Alex ist auch schon da. Alex hat schon mehr Rennwochenenden durch. Und ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen um, wie das ist unter Corona-Bedingungen. So, also zumindest mit den Trucks sieht es aus wie immer. Aber trotzdem hat sich ein bisschen was verändert. Keine Schnittmobile dieses Jahr, dafür Büros. Und guck mal, wir haben direkt Blick runter auf die Rennstrecke, quasi wie Eddie, unser Kommentator. Der sitzt tatsächlich da, nur zwei, so rum, nee, da, zwei Türen weiter. Kuckuck. Aber deine Brille ist beschlagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Das war lieb von dir, Eddie. Dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja. Eddie, Heimspiel, oder? Für mich ist es Heimspiel. Anderthalb Stunden von Bremen. Ich glaube, dass das mein linker Schuh anscheinend ein Loch in der Sohle hat und es von unten nässt. So, erste Rede des Tages. Quiz von Kollege Mike Schieferhagen mit Robin Frank und Jamie Green wird gegen ihn antreten. Are you well prepared, Jamie? Well, I've got a mask now, so yeah, I'm ready. Hast du mal fiese Fragen für Sie? Auf jeden Fall, bin gespannt, wer gewinnt. Who won Monaco in 1961? Wow, yeah, no idea. Jenny, most of the DTM drivers are saying Robin is the funniest one on the grid. You know why or no? So, dann ist Lukas auch noch seinen Helm vorgestellt. Geiles Design, Luki. Freust du dich aber bestimmt, dass du dieses Wochenende endlich wieder Fans da sind, oder? Ja, sehr, sehr. Assen, ich bin nie eine ziemlich neue Strecke, bin noch keinen Rennkilometer gefahren. Aber jetzt mit Fans und wird auf jeden Fall was Spezielles wieder. Geil. Dann drücken wir dir die Daumen. Danke, Luki. Ciao. So, Nico, dann sag doch mal ganz kurz, wie fühlt es sich an, dass mein Papa ist? Wunderbar, wirklich cool. Also bin selbst überrascht, wie krass dieser Moment war und fühlt sich sehr gut an. Also ist voll geil, hat perfekt den Moment abgewartet, konnte nach Hause fahren nach dem letzten Rennen auf dem Ausring und dann ist Papa geworden. Ey, herzlichen Glückwunsch nochmal, ich glaube, da können wir uns ganz noch anschließen. Vielen Dank, danke. Alles Gute euch. Danke.